Hallo zu einer neuen War Thunder Gastroplay-Folge, diesmal von Noah89. Ich glaube, diesmal habe ich hoffentlich den Namen richtig ausgesprochen. Und man wird relativ schnell feststellen müssen, er hockt in einem 37er-Panzer, aber vor ihm ist ein T-34. Und das ist der amerikanische T-34 auf 6-7. Und jetzt sieht man auf der anderen Seite einfach mal nochmal einen Jagdtiger. Zwei Jagdtiger. Und da wird ganz schnell klar, da ist was schiefgegangen. Also man darf jetzt mal gespannt sein, wie diese Runde abläuft. Er hat jetzt noch zwei Clanmitglieder dabei, wenn ich das richtig sehe. Bifog, nein, drei sogar. Die hocken in einem T-34-41. Das ist natürlich alles sehr interessant. Schauen wir mal, wie sie sich denn so schlagen. Mir wurde gesagt, das war keine Absicht, sondern blödes Pech. Aber man darf trotzdem gespannt sein. Weil Jagdtiger wird jetzt, glaube ich, ein schwieriger Gegner. Sogar wenn das wahrscheinlich seitlich leicht angewinkelt ist, könnte es knackig werden. Ein Tiger 2H. Na, jetzt sind wir doch mal gespannt. Ja, gut. Beim Turm kommt er schon mal nicht so gut durch. Genau, also er versucht jetzt gerade C einzunehmen. Hat es jetzt neutralisiert. Da drüben im anderen Gebäude wird wahrscheinlich der andere stehen. Also der Gegner. Na gut, da wird er von diesem Winkel her. Nice. Nicht dein Ernst. Er hat gerade einen Tiger 2 gewonshottet mit dem M24. Ja, also da ist man ziemlich sprachlos. Der Tiger-2-Fahrer wahrscheinlich auch. Richtig gut. Allein durch diesen einen Kill ist es eigentlich schon eine erfolgreiche Runde geworden, blöd gesagt. Aber ist es jetzt eigentlich. Ah, das ist der russische M24, ja. Aber haben die Russen ein M24? Das ist mir jetzt gerade gar nicht so bewusst gewesen. War das vielleicht mal ein Panzer zum Gewinnen oder so? Weil aktuell kaufen oder sowas geht ja, glaube ich, nicht. Wäre mir echt neu, dass die Russen ein M24 haben. Ich habe gewusst, die Amis und die Japaner, aber die Russen auch? Interessant. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also er bleibt eher defensiv, was eventuell auch keine blöde Idee ist. Er ist zwar in einem relativ flotten Panzer unterwegs, könnte also so ein Jagdtiger oder sowas, wenn er jetzt nicht direkt vor ihn auftaucht, eigentlich gut umkreisen. Aber halt auch sehr riskant. Gut, der Gegner steht da drüben immer noch drin. Da sollte man halt irgendwie hoffen, dass irgendwelche Verbündeten mal herkommen. Aber auf der Minimap sieht man, dass er bei C leider alleine ist. Da sind halt zwei im Norden, der andere im Süden von C. Aber die werden ihm nicht viel helfen. Da drüben steht ein Tiger 1, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Schauen wir mal. Das ist ein Tiger 1, oder? Ja, ein Tiger 1, Ausführung E. Er könnte theoretisch versuchen, hinter ihn zu fahren. Vor allem, weil er schaut gerade nach vorne. Also er könnte es theoretisch riskieren. Er könnte es wirklich versuchen, da von hinten ranzufahren. Aber bei dem Manöver wird dieser Tiger halt wahrscheinlich C einnehmen. Und da scheint doch. Oh, da scheint ein Jagdtiger zu sein, 300 Meter weg. Ja, er riskiert's. Er. Gut, er schießt sogar in den Turm. Das ist mutig. Ich glaube, ich wäre jetzt einfach da reingefahren. Weil das hätte er ja auch nicht mitbekommen. Und da wäre halt die Chance wahrscheinlich jetzt höher, das zu überleben. Aber der Tiger bekommt es nicht so richtig mit. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Tiger hat, der Gegner hat auch nicht geschafft, C einzunehmen.
Und jetzt sollte er doch problemlos C einnehmen können. Also ein M24 mit einem 37er Panzer schon zwei Tiger ausgeschaltet. Hat er auch immer schön Glück, dass sie halt auch die Seite gezeigt haben. Und die Munition hat er so 103 mm allerhöchstens. Ja, also wenn sie nicht angewinkelt sind, kommt er bei den Tigern schon durch, seitlich und von hinten. Da scheinen aber auch noch genug Gegner auf ihn zu warten. Weil halt so ein Wirbelwind oder Ostwind sind halt auch sehr tödliche Gegner für ihn. Hat aber schon viel fürs Team gemacht, muss man sagen, für einen 37er. Zwei Panzer schon ausgeschaltet und eine Zone erobert. Schauen wir mal kurz, wie geht's denn seinen Clan-Kameraden? Der eine ist raus, der eine ist noch im Doppeldecker unterwegs. Ja, zwei sind raus, einer ist noch im Doppeldecker. Da schlägt er sich wohl im Vergleich zu seinen Clan-Kameraden besser. Die hatten da wohl. Ich gehe mal da ganz stark davon aus, dass sie nicht so viel Glück hatten, dass sie halt in diesen T-34 gehockt sind und vor ihnen halt so ein Tiger 1 oder so aufgeploppt ist. Und frontal haben sie es dann eher schwer. Man könnte sich natürlich da jetzt raussuchen, was mit ihnen passiert ist. Da zerstört. Aha, nee, doch. Achso, in Brand gesetzt. Ah, genau. Da ein Tiger 1 hat die Buttermilch ausgeschaltet. Noch irgendwas Grünes. Hier, Tiger 2 hat ihn ausgeschaltet. Da war aber noch in der Flak. Genau, da ist auch nochmal ein Tiger 2 hat ihn zerstört im KV-1. Ja, genau, die hatten halt einfach nicht so viel Glück. Aber jetzt schauen wir mal, wie er sich denn in seinem M24 weiterhin schlagen wird. Gut wäre es halt jetzt, hier sind die ganzen Gebäude, hier kann er sich gut verstecken. Und wenn da jemand mal vorbeifährt, könnte er in die Seite schießen. Weil aber jetzt halt keiner mehr zu C fährt von den Gegnern, müsste er sich jetzt nach B wagen oder irgendwo anders hin. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es da vor ihm ein Gegner aufploppt, halt höher. Und kritisch, da, ich werde einfach mal ein bisschen vorspulen. Bis so der nächste Gegner auftauchen wird, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er jetzt weiterhin eher defensiv spielen wird, was natürlich auch selbstverständlich ist. Aber das ist eigentlich auch die Taktik, die ich auf dieser Karte eigentlich auch mache. Also ich erobere gerne C und verteidige C dann auch gern. Und warte dann eigentlich auf die Gegner, die B erobern und dann. Oh. Hat dann Ostwind ausgeschaltet. Sehr schön. Ja, also ich warte auch gerne bei C und warte auf die Gegner, die von B dann kommen. Die kann man eigentlich sehr gut abfangen. Darum bleibe ich da auch sehr, sehr gerne auf C. Also in dem Gebäude geht's oder halt dann rechts von ihm. Ich schau mal kurz hin. Da drüben, wo ich gerade hinschaue. Da drin kann man sich auch sehr gut verstecken, weil die fahren dann hier gerne mal rein. Und dann kann man hier rausschießen oder dann drüben beim Eingang hier so seitlich. Hat also seine Vorteile. So. Jetzt hat er da tatsächlich noch einen Panda rausgenommen. Oder? Das muss ein Panda gewesen sein. Genau, zerstört Ostwind. Und hat er den nicht jetzt gekillt? Das habe ich leider gerade nicht so aufgepasst. Aber ich hätte gedacht, dass es ein Panda war. Aber hier steht eigentlich jetzt nur Ostwind. Das habe ich nicht aufgepasst. Vielleicht hat er ihn auch nur getroffen. Oh, da ist ein Gegner gewesen. Ein Panda 2. Gut, jetzt wird's spannend. Weil wenn er natürlich jetzt so hinfährt, ist die wahrscheinlich sehr hoch, dass er jetzt ein Panda 2 gleich vor sich hat. Und frontal wird er nicht durchkommen oder wird es sehr schwer haben. Zumindest halt beim Turm oder sowas. Ja, er ist aktuell. Oh!
hat doch tatsächlich den Geschützverschluss erwischt. Doch, also er ist gut durchgekommen. So, jetzt muss er sich beeilen. Bevor der böse Panda 2 sich repariert hat. Södele. Jetzt schießt er schon in die Seite rein und weg ist er. Hat dann Panda 2 einfach mal rausgeschaltet. Ich fasse es nicht. Aber er hat auch richtig schön diesen Geschützverschluss erwischt. 5 Kills schon mit dem M24. Und ich sag's nochmal, das ist ein 3-7er Panzer auf dem 6-7er Match. 7-0? Aber da kommt jetzt ein Panda D. Gefährlich nahe. Oh. Das könnte jetzt... Obwohl fährt der... Er fährt jetzt eher ins Gebäude rein. Ah, genau. Oder auch nicht. Doch. Nein. Nein, doch. Eventuell. Ah, da ist ein Verbündeter gestorben. Durch einen Wirbelwind. Das sind aber zwei Gegner. Das ist ein Wirbelwind und ein VFW. Genau, jetzt sieht er den Panzer da durch das Fenster. Dieser Wirbelwind bleibt stehen. Ich glaube, wenn man da jetzt ins Gebäude fahren würde, wäre es, glaube ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. Weil da hinten war ja noch der Panda. Ich schau mal kurz hin. Es war vielleicht gefährlich. Da ist der Panda. Den sieht er aber nicht. Aha, er wollte da so durchschießen. Oh. Und im Fahren hat er ihn gewonshottet, den Wirbelwind. Nicht schlecht, da ist ein Panzer 4G. Mal ein Panzer auf seinem Level. Einigermaßen. Jetzt hat es kurz geruckelt. Da ist ein Panzer 4. Ich gehe mal davon aus, dass der Panzer 4 ihn nicht gesehen hat. Kann sich eigentlich schön drehen. Und jetzt fährt der Panzer 4 da gleich vorbei. Und zack! Ist der Panzer 4 auch weg. 7 Kills schon. Richtig schön. Es waren zwar jetzt zwei Flaks dabei, glaube ich. Ostwind und Wirbelwind. Aber trotzdem. Richtig schön. Ich glaube, er weiß jetzt nicht, dass dieser VFW da ist. Aber das eigene Team hat es mittlerweile eigentlich wieder rumgerissen, wie man sieht. Es nimmt zwar jetzt gerade einen Gegner B ein, aber so an sich schaut es doch ganz gut aus. Schauen wir mal, wie viele Gegner denn noch so drin sind. Sieht sehr gut aus, würde ich mal sagen. Da sind jetzt zwei Flugzeuge drin, ein Ostwind, ein Coelian. Ja. Ein Panzer eigentlich nur noch. Gut, und da sind ja noch mit ihm 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer und eine Flak. Also allein von der Aufstellung her müssten sie ja gewinnen. Ich schau mal ganz kurz den Ostwind 2 an, der interessiert mich jetzt. Ah ja. Der Ostwind 2, ja das sieht... Ach so, das ist ein Ostwind mit zwei Kanonen. Das ist cool. Schön, schön. Oh, ich komme richtig. Und er hat den FVW auch noch zerstört. 8 Kills. Sehr schön. Haben wir den Kill auch noch mitgenommen. Und er hat unglaubliche 8 Kills. 2 Zoneneroberungen. Und die zweite Zone wird wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal dazukommen. Also es war ja eine unglaublich gute Runde bisher. Er ist nicht einmal gestorben. Und hat mit diesem M24 richtig gut C erobert. Und verteidigt, besser gesagt. War doch eine richtig coole Runde. Und das wird definitiv ein Sieg, würde ich mal behaupten. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal vielen Dank fürs Einsenden. Und für alle, die auch noch irgendwelche coolen Replays für mich haben, schickt sie mir einfach an skulde@web.de. Würde mich freuen. Und dann schauen wir uns die Runde noch zu Ende an. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht mehr so viel passieren wird. Dann bedanke ich mich einfach mal fürs Zugucken. Und dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Runde. Tschüss.